Herzlich willkommen bei Feuervogel TV. Phoenixhagen zeigt weiter kein Mitleid mit großen Teams und sind die Trophäenschränke auch noch so voll. In der NRW Arena ist häufig nichts zu holen. Nach dem Vizemeister, nach dem Meister, jetzt auch der langjährige Dauermeister, jetzt auch Alba Berlin. Ganz Hagen feiert ein herausragendes Spiel einer tollen Mannschaft. 94-87. Phoenix lost the game in Berlin very clear. Did you accept this game today? Yeah, I mean, we knew how tough it is to come here and play after they beat Bamberg last week. So we knew they were a tough team here at home, so we were expecting a tough game. Klar sind auch vor diesem Spiel die Rollen verteilt. Alba Berlin, der Name steht für sich im deutschen Basketball, auch wenn die Berliner längst nicht mehr die dominante Rolle spielen. Eine Hausnummer sind sie immer noch. Doch Phoenixhagen ist eben auch nicht mehr in der Abteilung Rookie zu finden. Vor allem mit den eigenen Fans im Rücken ist alles möglich gegen jeden. Und das zeigt sich von Anfang an. Höchste Konzentration, das klare Signal, wir sind hier die Hausherren. Wir geben ungern Punkte ab, auch und vor allem gegen Teams, die uns im Hinspiel, deutlich geschlagen haben. Es läuft alles wie am Schnürchen. Die Dreier fallen, die Berliner bekommen zum Jetlag von den letzten Dienstreisen noch den einen oder anderen schmerzhaften Nackenschlag dazu. Es war sehr, sehr stark, wie wir rausgekommen sind zu diesem Spiel. Wir haben das letzte Spiel gegen Bamberg ja gewonnen und wir haben uns gesagt, wir müssen emotional das halten. Und dann sind wir rausgekommen und haben wirklich in Berlin überrannt. Supposed to play us, especially after knowing that this is a fourth game in a seven days for us, with the traveling, with everything. They did a good job, tactically, I would say. Auch im zweiten Viertel läuft die Sache. Phoenix knüpft nahtlos an die ersten 10 Minuten an. Hagen weiter drückend überlegen, Ole Wendt für 3, aber es ist zu spüren, der Rhythmus geht allmählich etwas verloren. Die einfachen Punkte, die man gegen Alba braucht, um weiter vorne zu bleiben, fallen nicht mehr. Die Berliner holen auf. Die den Run hatten, haben wir langsam gespielt, die haben ihre Setplays durchgespielt, wir haben nicht mehr so aggressiv gespielt. Aber glücklicherweise haben wir es wieder hingekriegt, diese Intensität auch aufs Spielfeld zu bringen. Müssen die Hagener Basketballfans durch. Der Start in die zweite Halbzeit. Phoenix fängt sich Punkte, kann seltener glänzen wie Mark Doris in dieser Phase. Alba deutet an, was das Team kann. Unbestritten die Qualität beispielsweise von Topscorer Wood mit 21 Punkten. Auch Schafazik trifft, nur noch 4 vor für Phoenix. Auch
auch dank des sechsten Manns drehen Ole Wendt und Co. auf dem Weg in die Crunch-Time wieder auf. Emotionen pur. Die zeigt auch Coach Ingo Freier und kassiert ein technisches. Die NRW Arena jedenfalls wird zum gefürchteten Hexenkessel am Ischeland. Das überträgt sich vom Heuboden auf die anderen Tribünen, aufs Feld und wieder zurück. Der Weckruf zur richtigen Zeit. Die Ische ist da. Auch das Quäntchen Glück kommt zurück. Der Berliner Coach Sascha Obradovic ist not amused, zeigt das recht deutlich. 4 wichtige Freiwürfe für Hagen resultieren daraus. Larry Gordon bedankt sich höflich und verwandelt die Big Points unbarmherzig. Einmal mehr Party-Time in der NRW Arena. Auch Alba Berlin hat nichts zu lachen. David Bell mit der Humba und wir mit meisterlicher Prominenz auf den Rängen. Ja, hallo Sebastian Kehl. Heute hier in der Ischehölle. Wie hat's Ihnen gefallen? Ja, das erste Mal heute war hervorragend. Hat mir super viel Spaß gemacht. War ein super spannendes Match auch. Was kann sich Borussia Dortmund eventuell im Umschaltverhalten zwischen Angriff und Verteidigung von Phoenixhaben abgucken? Sie also haben das hervorragend gemacht. Es war eindrucksvoll auch zu sehen, wie aggressiv sie verteidigt haben. Immer wieder versucht haben auch zu doppeln. Und Alba hat viele Fehler gemacht, gerade in der Anfangsphase. Und ja, insgesamt am Ende dann auch verdient gewonnen. I mean, I think our plan for today was just stay aggressive on defense and attack on offense. I mean, when we played them the first time, we was kind of like, they had us on our heels, and this time we had them on their heels. So, I mean, it came out, it worked to our advantage. Berlin, a good team. They're going to go on runs. They're a veteran team. Like, they play with the EuroLeague, you know what I mean? So I mean, they're going to make their runs. We just stayed resilient as a team, and we came back and made a run. And the game against Ulm, then Bamberg, then Alba Berlin, what comes next? Just hard work and practice. I mean, I can't predict the future, but we're gonna come out and play hard, and that gives us a better chance to win. Es ist am Ende knapp und dann machen wir auf einmal den Steal, David Bell, und macht den rein und die verdaddeln ein und auf einmal stehen wir vorne, die müssen die Fouls machen. Ist am Ende immer so. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir es geschafft haben, über diese ganzen 40 Minuten dabei zu bleiben.